Ich habe hier das K530i, das ist ein UMTS-Handy von Sony Ericsson. Ja, jetzt werde ich mir mal ein bisschen das Menü anschauen. Also, das geht oben links los mit Play Now, dann kommt Internet, Unterhaltung, Musikplayer, Nachrichten, Kamera, Dateimanager, Kontakte, Radio, Einstellungen, Organizer und Anrufe. Ja, das Ganze steuere ich hier über diese Tasten. Das geht so mittelmäßig gut, würde ich mal sagen. Also, die sind sehr, sehr glatt und rutschig. Das heißt, man rutscht leicht ab. Das ist natürlich nicht so schön. Aber ich denke mal, das ist auch so ein bisschen Gewohnheitssache. Das passiert einem vielleicht am Anfang ein paar Mal und dann hat man sich eben dran gewöhnt. Aber es ist natürlich schade, dass es einem überhaupt erstmal passiert. Jetzt gehe ich ins Nachrichtenmenü. Und ich werde jetzt mal eine SMS tippen und dabei mal die Tasten hier unten testen. So, da können wir direkt mal ein bisschen ranzoomen. Also sind hier auf den ersten Blick erstmal gut voneinander auch abgegrenzt. Sieht also eigentlich ganz ordentlich aus. Das heißt, ich werde jetzt mal hier drauf lostippen. Sie sind sehr, sehr schmal insgesamt. Das merkt man schon beim Tippen. Aber ansonsten geht es eigentlich ganz gut. Ja, ist auch wieder natürlich alles Gewohnheitssache, aber doch, im Vergleich zu anderen aktuellen Handys ist das hier schon ganz in Ordnung.